Moin, willkommen in Leipzig am Stannebeinplatz. Hier gibt es ein Gleisdreieck der Straßenbahn, das gelegentlich in besonderen Betriebssituationen benutzt wird. Anfang 2024 war dies der Fall. In der Gorkistraße wurden die Gleise erneuert. Die Linie 1 war in diesem Bereich komplett unterbrochen. Normalerweise fährt die Linie 1 vom Hauptbahnhof aus durch die Eisenbahnstraße und durch die Gorkistraße nach Mokau. Während der Bauarbeiten wendeten die Straßenbahnen allerdings am Stannebeinplatz. Der weitere Verlauf der Linie 1 bis Mokau wurde durch Busse bedient. Hier steht ein Niederflurzug NGT10 bereits im Stumpfgleis des Gleisdreiecks. Er wird nun vom Hilfsführerstand am Ende des Triebzugs aus in die Gorkistraße hineingefahren. Anschließend fährt der Zug vor an den Bahnsteig zur Abfahrt. Hier seht ihr den Vorgang noch einmal von einem anderen Standpunkt aus. Auch im Sommer und frühen Herbst 2020 wurde das Gleisdreieck genutzt. Die Züge der Straßenbahnlinie 1 fuhren während dieser Zeit vom Leipziger Hauptbahnhof aus nicht über Schönefeld nach Mokau, sondern über die Berliner Straße und Berliner Brücke nach Schönefeld. Wir stehen hier an der Einmündung der Vollbedingstraße. 2020 waren noch viele Tatra-Großzüge aus zwei Triebwagen und einem Beiwagen im Einsatz. Ein solcher Tatra-Zug fährt gerade auf die Berliner Brücke hinauf. Hier ein Zug in der Gegenrichtung nach Schönefeld.
Grund für die veränderte Linienführung waren Gleisbauarbeiten im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße. »2020 wurde das Gleisdreieck in der umgekehrten Richtung befahren. Die Züge fuhren vom Stannebeinplatz aus in die Gorkistraße, wie hier dieser Tatra-Zug.« Dieser Zug kommt aus dem Stumpfgleis des Gleisdreiecks und fährt rückwärts an den Bahnsteig am Stannebeinplatz. Nachdem der Tatra-Zug in die Gorkistraße gefahren ist, kommt ein Solaris NGT-10 und fährt zum Wenden ins Gleisdreieck. Der Solaris-Zug steht zur Abfahrt bereit. Im Hintergrund fährt schon der nächste Zug ins Gleisdreieck. Hier fährt ein Tatra-Zug aus dem Stumpfgleis. Der Zug wird dabei vom Hilfsführerstand am Ende des Beiwagens gefahren. An diesem Zug könnt ihr gut die Zielanzeige mit dem Ziel Schönefeld sehen. Hier seht ihr noch einmal einen Tatra-Zug.
Er fährt rückwärts aus dem Stumpfgleis heraus. Auf dieser Bank am Stannebeinplatz findet ihr Informationen aus dem Leben von Friedrich Wilhelm Stannebein. Nach ihm ist der Platz benannt. Stannebein war Müller. Außerdem war er politisch aktiv und sozial engagiert. Aber er war anscheinend auch ein Zeitgenosse, der seine Mitmenschen polarisierte. Ihr seht nun noch Züge der Linie 1 auf der Berliner Brücke und weiter auf ihrem Weg in die Leipziger Innenstadt. Hier kommt ein Zug der Linie 9 unmittelbar hinterher. An der Berliner Straße bei der Wittenberger Straße begegnen wir zuerst dem Schienenschleifzug der Leipziger Verkehrsbetriebe, dann einem Zug der Linie 1. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.